Wir fahren auf einer der schon zu Fontanes Zeiten berühmten deutschen Alleen in Richtung Wustrau, der Stadt des im 18. Jahrhundert berühmten Husarengenerals Hans Joachim von Zieten. Der Autor widmet ihm das erste Kapitel im Band Die Grafschaft Ruppin aus den Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Warum schildert dieser Film? Vorab ist der Hinweis wichtig, dass dieser Film natürlich nicht Fontanes Erzählungen wiedergibt, was unmöglich ist. Vielmehr soll er das Interesse an dem Autor, an der Erzählung selbst und den damit im Zusammenhang stehenden historischen Ereignissen aus jener Zeit wecken. Vieles ist uns heute nicht mehr bekannt und nach den schrecklichen Ereignissen zweier Weltkriege auch bewusst unterdrückt worden. Dabei ist die Kenntnis über die gesamte Geschichte Deutschlands, also auch über Brandenburg, Preußen, die Hohenzollern und das Deutsche Kaiserreich, für unsere Identitätsfindung in einem zusammenwachsenden Europa sehr wichtig. Denn Völker, die heute in Europa friedlich zusammenleben, haben sich über Jahrhunderte in vielen Kriegen aus unterschiedlichen Motiven bekämpft, worüber Fontane in seinen Erzählungen informiert. Der Film folgt Fontanes Reiseroute durch die Grafschaft Ruppin an die noch existierenden Orte und Objekte, schildert kurz die historischen Zusammenhänge und beginnt hier in Wustrau. Der kleine Ort liegt direkt am südwestlichen Zipfel des Ruppiner Sees, der nach Fontanes Beschreibung wie ein Halbmond in der Landschaft liegt. Auch fand er damals das nördliche Gebiet sandig und unfruchtbar, das südliche dagegen fruchtbar, bewaldet und landwirtschaftlich genutzt. Heute unterscheiden sich beide Teile kaum. Das gesamte Land um den See ist bewirtschaftet und mit kleinen Wäldern bedeckt. Vier angeblich hübsche Orte hebt er besonders hervor, bevor er sich Wustrau und dem alten Zieten zuwendet, der ihn schon als Junge interessiert hat, wie er in dem Buch Meine Kindheit schreibt. Über dem Sofa im väterlichen Wohnzimmer hing ein großer Kupferstich über Friedrich den Großen und seine Generäle. Oft stand ich davor und habe dem alten Zieten ins Auge gesehen, vielleicht meinen Lieblingshelden in ihm vorausahnend. Wer war nun dieser Held und was ist aus seinem Wohnort Wustrau geworden? Wer heute, so wie wir, mit dem Auto durch den kleinen gepflegten Ort fährt, muss schon genau hinschauen, um auf Spuren des berühmten Sohnes zu stoßen. Hat man sich dagegen durch die Lektüre von Fontanes Wanderungen vorbereitet und dazu auch noch die uns heute zur Verfügung stehenden modernen Mittel wie Wikimedia und Google Earth genutzt, kann man sich sehr schnell und gut orientieren. Als Bezugs- und Ausgangspunkt bietet sich das Brandenburgisch-Preußische Museum hier rechts an, wo ja auch das schon mehrmals erwähnte Zietendenkmal steht. Es ist eine Schenkung des ehemaligen Museumsgründers Erhard Bödecker und wurde anlässlich des 300. Geburtstag von Hans Joachim von Zieten am 14. Mai 1999 hier aufgestellt. Das Marmor-Original von Johann Gottfried Schadow wurde fast 200 Jahre früher, 1794, in Berlin auf dem Wilhelmplatz errichtet und befindet sich heute im Bode-Museum in Berlin. Bereits 1857 wurde eine Bronzenachbildung von König Wilhelm IV. Bei dem Bildhauer August Kiss in Auftrag gegeben, die heute auf dem Zietenplatz in Berlin-Mitte steht. Fontane war kein Freund des Zietendenkmals von Schadow. Er gab dieser überdimensionierten Büste von Tasser, dem Lehrer Schadows, den Vorzug mit der Begründung: ganz vortrefflicher Kopf, Lebenswahrheit und ganz der wirkliche Zieten. Beide, das Museum und das Denkmal, sind nicht aus der Zeit, als Fontane Wustrau besuchte, genauso wie ein weiteres Denkmal am See über die damals berühmten und heute wieder populären Seeschlachten zwischen den Zietens und den Knesebecks aus dem gegenüberliegenden Karwe, doch davon später mehr. Sehr gut erhalten sind dagegen das am See liegende Herrenhaus und die kleine Dorfkirche mit dem dazwischenliegenden Park. Das Herrenhaus kann der Besucher heute nicht übersehen. Es liegt hier am Ende des inzwischen von einer Straße durchzogenen alten Parks.
Geboren wurde der alte Zieten 1699 in diesem Nebengebäude, woran diese kleine Tafel erinnert. Als er zur Welt kam, war das Rittergut seiner Eltern noch nicht so pompös, da sie, wie zwei andere Ritterfamilien in Wustrau, verarmt waren und mit den Erträgen der kargen Landwirtschaft gerade so leben konnten. Erst eine erstaunliche Karriere als General einer preußischen Husarenkavallerie, seine unerschütterliche Treue zu Friedrich dem Großen und sein außergewöhnliches Geschick und seine Tapferkeit machten ihn beliebt und wohlhabend. Drei Kupferreliefs am Denkmal in Wustrau geben davon Zeugnis. Mehr ist bei Fontane und in der einschlägigen Literatur nachzulesen. Wir begegnen ihm mehrfach auf unserer Rundreise, wie hier im Schloss Rheinsberg auf diesem Gemälde in seiner Husarenuniform mit dem für ihn typisch umgehängten Tigerfell. Mit Zuwendungen seines Königs und der Kriegsbeute aus den vielen Schlachten, die er für Preußen erfolgreich geschlagen hat, konnte er 1766 die zwei Rittergüter in Wustrow aufkaufen und den Vorläufer dieses Schlosses bauen, das sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem Prachtbau entwickelte und heute die Deutsche Richterakademie beherbergt. Fontane sieht in dem Herrenhaus nur ein adliges Wohnhaus mit Erdgeschoss und Beletage, hohem Dach, Blitzableiter, 10 Fenstern, eine Rampe, gelb getüncht und Wappen oder Namenszug als einziges Ornament. Das Innere mit allen Erinnerungen sowie Porträts von 16 Offizieren des Zietzschen Regiments findet dagegen seine Zustimmung. Für ihn ist das ganze Schloss eine Art Zietengalerie. Wir konnten es leider nicht besichtigen, es ist nur zu besonderen Gelegenheiten für Besucher geöffnet. Die einmalig schöne Lage des Schlosses am See begeistert Fontane und er lobt die gute Aussicht vom Innenhof auf den See und auf den Park mit der kleinen Dorfkirche, deren Eindruck er mit schlicht, einladend und hübsch gelegen beschreibt. Leider war die Kirche zum Zeitpunkt unseres Besuchs wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Über die Innenausstattung kann deswegen nur Fontane zitiert werden, der in den Symbolen und Gedenktafeln mit den Namen der Helden aus den Befreiungskriegen den Beweis sieht, das Patriotische zu hegen und zu pflegen. Und so unglaublich es klingt, stand diese riesige Linde schon zu Fontanes Zeiten zwischen dem Kirchturm und der Begräbnisstätte, wie das Schild ausweist, also seit über 300 Jahren. Unter diesem gewaltigen Findling ließ sich Zietens Sohn Friedrich Emil, mit dem Fontane noch korrespondierte, schon 10 Jahre vor seinem Tod eine Gruft bauen, die Fontane an ein Hünengrab erinnerte. Fontane beschreibt in seinem Buch einige interessante Verhaltensweisen des Landrats, Zitat, dieser wenig erfreulichen Erscheinung, die kleinlich, geizig, unschön in fast jeder Beziehung war. Friedrich Emil von Zieten war aber auch selbstkritisch und schlagkräftig, was sich anlässlich des Besuchs von König Friedrich Wilhelm IV. Im Jahre 1844 erwies, als er dem König seine Grabstelle zeigte und dieser bemerkte, dass der riesige Feldstein einen Fehler hätte. Darauf soll der letzte Wustrauer Zieten geantwortet haben, der darunter liegen wird, hat noch mehr. Hinter der mächtigen Linde mit dem Grab des letzten Zieten breitet sich der sehr ordentlich angelegte Friedhof mit einigen alten Familiengräbern und sogar einer Familiengruft aus. Doch der wohl älteste Grabstein datiert aus dem Jahre 1816, also von vor etwa 200 Jahren. Hinter diesem Kriegerdenkmal zu Ehren der Toten des Ersten Weltkriegs befinden sich die Gräber von Hans-Joachim von Zieten und seiner zweiten Ehefrau, Anna von Platen-Mesendorf. Direkt dahinter liegen seine Eltern unter diesen alten Grabplatten. Seine erste Frau, eine von Jürgers Ganzer, verstarb 1756
Das Grab befindet sich in der Kirche. Fontane war insgesamt zweimal in Europin und Umgebung. 1859 und 1861, also erst mehrere Jahre nach dem Tod des letzten Seaton 1854. Dabei hat er sogar eine Skizze von der nördlichen Kirchenfassade angefertigt. Zu der Zeit stand hinter den Gräbern der Seaton ein zugespitzter Feldstein, eventuell hier, wo heute an die Toten des Ersten Weltkriegs erinnert wird, mit einer Eisenplatte und folgendem Text. Im Jahre 1851, den 23. April, stand an dieser Stelle das Blüchersche Husarenregiment, um den hier in Gott ruhenden Helden, den berühmten General der Kavallerie und Ahnherrn aller Husaren, Hans Joachim von Seaton, in Anerkennung seiner Verdienste durch feierliche Parade zu ehren. Ruhe in Friede seiner Asche, Preis und Ehre seinem Namen. Er war und bleibt der Preußen stolz. Fontane war von dieser Ehrerbietung so beeindruckt, dass ihn bei seinem Besuch 1859 das Gefühl beschlich, die Seaton-Gräber würden sogar noch nach über 70 Jahren den Anspruch erheben, die hier ebenfalls begrabenen Bürger aus Wustrau auch im Tode anzuführen. Heute, nach über 150 Jahren, hat sich auf dem Friedhof nichts daran geändert. Hinzugekommen sind das Preußenmuseum und das Seaton-Denkmal sowie diese moderne Stahlkonstruktion hier am Ufer des Ruppiner Sees. Damit wollen die Bürger Wustraus an damals berühmte Seeschlachten zwischen den Seatons am westlichen und den Knesebecks am östlichen Seeufer erinnern, worüber Fontane im zweiten Abschnitt Carve ausführlich berichtet. Den Ort Carve können wir vom Seeschlachtdenkmal nicht sehen, aber etwas weiter nördlich liegt die Position 3, Kanonenberg am Vehtränk, also an der Vehtränke, von wo man nicht nur den Ort mit Kanonen schützen, sondern auch das Grundstück der Knesebecks sehen konnte. Wir werden den Ort anschließend besuchen, folgen aber jetzt Fontane in das Jahr 1785, als hier eine Seeschlacht stattfand. Die Familien waren eng befreundet, so auch die Kinder, und als zwei Söhne gleichzeitig Urlaub von ihren Regimentern hatten, beschlossen sie, ein freundschaftliches Seemanöver durchzuführen. Es wurde verabredet, sich in der Mitte des Sees zu treffen, dort die Schlacht zu beginnen und sie ans westliche Ufer zu verlagern, also die Seatons zum Rückzug zu zwingen. Danach sollten die Knesebecks zum Rückzug ans östliche Ufer gezwungen werden, verfolgt von den Seatons, die sie schon als Sieger wähnten. Doch zu ihrer und der vielen geladenen Gäste Überraschung brach aus dem dichten Schilfgürtel eine Flotte von 20 Kähnen hervor und umsingelte die Seatons, die sich schon zu Beginn der Schlacht geschlagen geben mussten. Anschließend fand im Park der Knesebecks ein Fest statt, bei dem es keine Gewinner und Verlierer gab, sondern nach Fontane den Beweis, welche Männer am schmalen Uferstreifen aufgewachsen waren. Diese Tradition der Seeschlacht wurde nach der Wende wieder aufgenommen und man pflegt damit eine sehr alte Tradition. Wir verlassen Wustrau und begeben uns nach Carve, nicht wie Fontane über den See, sondern auf der Kreisstraße K6828, die im Dorf den Namen Lange Straße trägt. Und weil sie so lang ist, durchfahren wir sie mit höherer Videogeschwindigkeit und halten nur bei den drei Sehenswürdigkeiten, dem Gasthof mit Hotel zur Kastanie, wo wir aber nicht einkehren, der kleinen und sehr hübschen Dorfkirche mit Friedhof und dem Gutshof der von Knesebecks, denen Fontane sein Hauptaugenmerk widmet. Fontane könnte hier links mit dem Boot angelegt haben, von wo er einen Park betrat, den es heute so nicht mehr gibt. Ein Parkverein Carve versucht ihn wieder zu rekonstruieren. Dieser Park wurde im 19. Jahrhundert von dem Feldmarschall Karl Friedrich von dem Knesebeck ziemlich groß und mit viel Geschmack in einem einfachen Stil angelegt, schreibt unser Autor.
Fontane stellt ihn ab jetzt in den Mittelpunkt seiner weiteren Erzählungen, weil er der Hauptträger des Ruhmes der Familie von dem Knesebeck ist, der am segensreichsten an dieser Stelle gewirkt hat. Ein dem Familienwappen sehr ähnliches Relief finden wir an dem Giebel dieses Wohngebäudes mit der imposanten Fassade und Eingangstür. Das eigentliche Schloss gibt es nicht mehr. Fontane sah es bei seinem Besuch noch so, wie es auf diesem Gemälde dargestellt ist. Ein verrostetes Modell im Garten zeigt heute noch, wie es einmal ausgesehen hat. Die letzten Reste der Ruinen wurden 1983 abgerissen. Die von dem Knesebeck sind ein Uradelsgeschlecht aus dem 13. Jahrhundert und stammten aus Niedersachsen und der Altmark, verbreiteten sich aber durch Raubzüge, Heirat und Erbschaft über die Landesgrenzen hinaus, so auch nach Karve. Fontane schildert, wie es 1721 zum Kauf des Landgutes Karve durch einen von dem Knesebeck kam. In der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. war es üblich, dass großgewachsene, aber arme Offiziere mit reichen Kriegerwitwen per Kabinettsbeschluss verheiratet wurden. Zusätzlich gab es eine stattliche Mitgift des Königs. So kam es zu der Eheschließung des armen Soldaten Karl Christoph Johann von dem Knesebeck mit der reichen Witwe des Generalleutnants von Köppen und zum Kauf des Grundstücks mit Gebäude in Karve. Wie diese Ehe weiterging und wie es den Nachfahren bis zu Karl Friedrich von dem Knesebeck ergangen ist, erzählt Fontane sehr anschaulich und unterhaltsam. Eine Episode soll noch erwähnt werden, die Fontane für die Nachwelt aufgeschrieben hat. Nachdem Napoleon ganz Europa besetzt hatte und 1812 seinen Feldzug gegen Russland vorbereitete, wurde Karl Friedrich von dem Knesebeck in geheimer Mission nach St. Petersburg zu Zar Alexander I. geschickt. Fontane sah im Gutshof noch den historisch alten Kaleschwagen, mit dem der damalige Oberst die Reise nach Russland absolvierte. Aus der Begegnung mit dem Zaren hat Fontane ein Zitat überliefert, das nicht nur für Napoleon, sondern auch noch späteren Eroberern eine bittere Lehre wurde. Krieg und wieder Krieg. Die Quadratmeilen Russlands sind die Rettung Europas. Napoleon kannte dieses Zitat und erinnerte sich 1813 daran, als er sich geschlagen aus Russland zurückziehen musste. Doch kehren wir wieder zurück in unsere Zeit und damit zum Gutshof Karve, wo wie in einem Freiluftmuseum Texttafeln Auskunft über die Geschichte der verschiedenen Gebäude geben. Über das Schlossgrundstück erfahren wir, dass es 1721 von Karl Christoph von dem Knesebeck käuflich erworben wurde. Die von Fontane geschilderte Zwangsheirat wird hier aber verschwiegen. Das jetzt als Wohnhaus genutzte Gebäude mit der imposanten Fassade und großen Glastür war ursprünglich der Pferdestall für 30 Arbeitspferde. Im Schmuckgiebel ist eine Wappenkartusche von Alfred Freiherr von dem Knesebeck angebracht, der Mitte des 19. Jahrhunderts sämtliche Wirtschaftsgebäude in Ziegelmauerwerk errichten ließ. Die riesige Scheune wurde 1868 erbaut. Über dem Tor ist auf einer Steinplatte ein Spruch über die Verwendung der Ernte zum Wohle von Mensch, Tier und Wiederaussaat angebracht. Hinter dieser grünen Tür hier rechts verbirgt sich einem 18. Jahrhundert angelegter Eiskeller. Im Winter wurden Eisblöcke aus dem zugefrorenen See geschnitten und im Eiskeller eingelagert. Sie wurden bis weit in den Sommer zur Kühlung von Speisen und Getränken verwendet. Der Querschnitt eines baugleichen Kellers in Wustrau illustriert die Bauweise von Eiskellern im 18. Jahrhundert. Der Eiskeller befindet sich neben dem ehemaligen Verwaltungshaus, das aus dem 18. Jahrhundert stammt. Es beherbergte die Verwaltung, die Küche, den Speiseraum für die Arbeiter und die Wohnung des Verwalters. Heute ist es zu Eigentumswohnungen umgebaut worden. Die ganze Anlage ist eine sehr schöne Wohngegend geworden, die mit ihrer Lage direkt am Neuruppiner See sicher auf großes Interesse stößt.
Unser Interesse gilt jetzt noch der kleinen Dorfkirche, die in Fontanes Schilderung gar nicht vorkommt. Das beeindruckende, originalgetreu restaurierte Kirchhofportal wurde unter Karl Friedrich von dem Knesebeck 1844 errichtet und trägt auf der Innenseite folgenden Spruch: Des Menschen Dasein auf der Erde, all Sorg und Kampf mit sich und ihr. Dann kommt der Ruf fort von der Erde, zum Richter dort, zur Ruhe hier. Und weil es gerade 12 Uhr ist, erleben wir ein beeindruckendes Läuten mehrerer Glocken. Eine Texttafel gibt Auskunft, dass es sich dabei um eine große aus dem 13. und zwei kleinere aus dem 14. Jahrhundert handelt. Die große Glocke stand von 1926 bis 2006 hier, wo heute eine Nachbildung steht. Das Original hängt seit 2007 wieder im Glockenturm und wird täglich um 12 und 18 Uhr zusammen mit den zwei anderen im kompletten mittelalterlichen Dreiklang geläutet. Das Innere der Kirche ist hell und freundlich. Der Ostgiebel soll bereits aus dem 13. Jahrhundert stammen. Die Orgel wurde von dem in der Ruppiner-Gegend sehr bekannten Orgelbauer Hollenbach 1902 angefertigt, musste aber mit Spenden der Carver Bürger vor einigen Jahren wieder spielfähig instand gesetzt werden. Kruzifix und Altarleuchten sind Stücke aus der Berliner Eisengießerei und Geschenke des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Und Kaiser Alexander I. von Russland, worauf diese Messingtafeln an den Seiten hinweisen. Damit wurden die militärischen und diplomatischen Heldentaten des Karl Friedrich von dem Knesebeck gewürdigt, wie auch auf diesen großen Ehrentafeln, die etwas verdeckt rechts vom Altar stehen und Folgendes über sein Leben ausweisen. Karl Friedrich von dem Knesebeck, geboren zu Karve 1768, gestorben zu Berlin 1848, königlich-preußischer Generalfeldmarschall, focht zur Ehre seines Königs und seiner Nation in 17 Schlachten und diente dem Wohl des Vaterlandes von seinem 13. Lebensjahr bis zum Tode. Friede seiner Asche, Ehre seinem Andenken. Auf den anderen Tafeln werden weitere Familienmitglieder und Bürger Karves gewürdigt. Fontanes Held wollte ursprünglich hier auf dem kleinen Friedhof in Karve beigesetzt werden. Dafür hat er diesen riesigen Findling als Grabstein bereitstellen lassen, der heute noch ungenutzt hier liegt. Seine Familie ist links von ihm beigesetzt. Warum er stattdessen seine letzte Ruhestätte in Berlin fand, lag wahrscheinlich an seinen Verdiensten für König und Vaterland. Der damalige preußische König Friedrich Wilhelm IV. Wollte ihm doch zu Lebzeiten die Auszeichnung eines aktiven Feldmarschalls zuteilen, was Karl Friedrich aber wegen seines hohen Alters von 79 Jahren ablehnte und stattdessen um seinen Abschied bat. Dieser wurde angenommen und mit seiner Ernennung als Generalfeldmarschall ging er in den Ruhestand. Wenige Monate später verstarb er 1848 und wurde auf dem alten Garnisonsfriedhof in Berlin-Mitte beigesetzt. Sein Grab ist als Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet, die zusätzlich in Charlottenburg eine sehr lange Straße nach ihm benannt hat. Wir verlassen Karve wieder auf der hiesigen langen Straße und ziehen das Resümee, dass sich der Besuch im Ort von Fontanes Helden nur dann lohnt, wenn man neben Fontanes Erzählungen auch noch etwas mehr über die von dem Knesebeck aus Karve gelesen hat. Nur dann kann man wie Fontane die Rolle dieses berühmten Sohnes aus Karve verstehen. Der Ort selbst bietet heute nicht mehr viele Hinweise auf sein Leben und seine Bedeutung für Preußen. Wir verlassen Karve und folgen Fontanes Reiseroute in das nur wenige Kilometer östlich gelegene Radensleben,
einem kleinen Ort, eher ein Dorf, an zwei sich kreuzenden Straßen. Fontane zog es hierher, weil es damals eines der schönsten Güter der Grafschaft war und weil ihn die poetische, beinahe absolute Stille anzog, die ihren Zauber um dies Stück Erde zog, schrieb unser Autor. Wir biegen nach rechts ab in die Dorfstraße und sehen auf der rechten Seite ein großes Gebäude, das heute ein Seniorenheim ist und wahrscheinlich das von Fontane erwähnte Gutshaus der Freiherren von Quast war. Von der Stille zu Fontanes Zeit ist heute nichts mehr zu verspüren. Jemand mäht gerade seinen Rasen mit einem Traktor. Fontane schreibt, dass schon bald nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, also nach 1648, der Rittmeister Alexander Ludolf von Quast, damals Ruppiner Landrat, das Gut übernahm und damit die zweite Linie der Quast aus Radensleben gründete. Die erste Linie stammt aus dem westlich vom Ruppiner See gelegenen Garz, wohin wir Fontane später folgen werden. Ein Schmuckstück ist dagegen die bereits im 13. Jahrhundert errichtete Feldsteinkirche, die hier hinter diesem imposanten Torbogen steht. Sie wurde zu Fontanes Lebzeiten von dem Kunsthistoriker und ersten preußischen Staatskonservator Ferdinand von Quast umgebaut, der auch viele Baudenkmäler gerettet hat. Diese frühgotische, rechteckige Feldsteinkirche wurde Ende des 19. Jahrhunderts fertig restauriert und ist nach über 100 Jahren auch heute noch in einem tadellosen Zustand. An der Südseite des Turms befinden sich einige Grabsteine aus der Familie der von Quast, deren Inschriften nicht mehr zu entziffern sind. Anders dagegen bei diesem großen Stein in der Mitte der Kirche, auf dem ein 1888 geborener Siegfried von Quast vermerkt ist. Schon beim Betreten der kleinen Grünanlage fällt auf, dass hier alles sehr ordentlich und gepflegt ist. Wir trauen uns sogar kaum, den schön gehakten Weg zur Kirche zu betreten. Die Tür ist zu, aber nicht verschlossen und eine sehr freundliche Angestellte öffnet uns und wir betreten diese einfache, saubere, protestantische Kirche. Auch der Altar ist anspruchslos, genauso wie die Kanzel. Nur wenige Bilder zieren die Wände, darunter eine Darstellung des Hans Georg von Quast aus dem 18. Jahrhundert. Auch die sehr schön erhaltene alte Orgel stammt aus dieser Zeit. Schon zu Fontanes Zeiten war die Dorfstraße mit Bäumen gesäumt, sicher sind sie inzwischen erneuert worden. Fontane schildert in zwei Kapiteln hauptsächlich die Fülle von italischer Kunst, wie er die vielen Gemälde im Gutshaus bewundernd beschrieb. Davon haben wir nichts mehr gesehen und verlassen Radensleben in Richtung Maurupin, worüber das nächste Video informiert.